Heute gibt es wieder zwei neue Teile, die ich euch für unser Triebwerk zeigen kann. Das erste ist ja dieser Stator, der wirklich wunderschön geworden ist, der aus Edelstahl gefräst worden ist und das passt alles wunderbar. Und der ist hergestellt worden vom Werkzeugservice Gerg in Bayern. Das heißt, falls ihr vielleicht auch mal Anfragen oder so habt, könnt ihr euch ja an die wenden. Die helfen euch dann bestimmt weiter. Das Einzige, was wir noch ein bisschen nachbearbeiten mussten, war hier vorne so eine kleine Phase, weil die Brennkammer, die wir gemacht haben, nicht ganz rund ist und dementsprechend muss man dann da doch noch mal ein bisschen abnehmen. Aber jetzt passt das alles wunderbar. Und das Coole ist, dass ich sogar ein paar Szenen habe, die abgefilmt worden sind von der Fräsmaschine, wie das Teil entstanden ist. Und das zeige ich dann auch gleich. Das zweite Teil ist der Wellentunnel. Den konnte ich ja hier an unserer Drehbank selber drehen. An sich jetzt nichts Besonderes, halt aus einem großen Stück Alu. Hier hinten ist der Lagersitz, ist ein Loslager. Und hier vorne ist ja noch so eine kleine, so ein ja, Flansch oder so eine zur Platzierung, damit das alles konzentrisch ist, die ganzen Kugellager, der dann hier diese Diffusorplatte passt. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ich das gefertigt habe. Das ist ja eben dieser Ring zur Zentrierung, den ich eben angesprochen hatte. Der passt dementsprechend hier in diese Diffusorgrundplatte rein. Hier ist jetzt noch ein Außenring vom Kugellager drin. Da wird natürlich später ein ganzes Kugellager reinkommen als Festlager. Das passt dann wunderbar hier drauf und wird verschraubt.
die Bandkammer und das Spritzsystem, wie das zusammengeschraubt wird, habe ich ja schon im letzten Video gezeigt. Deswegen habe ich das jetzt hier mal zusammengelassen.